das ist Gloria. Die junge Frau aus El Salvador ist im 8. Monat schwanger. Sie ist erst 17 und wohnt bei ihren Eltern. Auf einmal hat sie starke Blutungen. Ihre Mutter ruft deshalb einen Krankenwagen. Sie wacht im Krankenhaus auf. Und ihre Hand ist ans Bett gekettet. Sie weiß nicht, was passiert ist. Eine Polizistin kommt herein und sagt ihr, dass sie mit Absicht ihr ungeborenes Kind getötet hat. Der Arzt hatte die Polizei gerufen. Sie wird an Ort und Stelle festgenommen und muss in Untersuchungshaft. Im Gefängnis wird sie schikaniert. Und die Gefängniswärter beleidigen sie als Kindsmörderin. Am Tag ihrer Gerichtsverhandlung trifft sie zum ersten Mal ihren Anwalt, der ihr rät, nichts zu sagen. Sie wird zu 30 Jahren Haft verurteilt. Wegen Mordes. Sie beteuert bis heute, dass sie nicht abgetrieben hat, sondern eine Fehlgeburt hatte. Bitte hilf, Gloria. Und fordere mit uns die Abschaffung des absoluten Abtreibungsverbots in El Salvador.